Der Aufenthalt war dieses Mal ganz spannungsreich, weil wir so unterschiedliches Wetter hatten. Und ja, da hatte ich sehr unterschiedliche Lichtsituationen. Und das ist natürlich für mich als Fotograf, der nur draußen in der Landschaft arbeitet, dann eine sehr dankbare Situation. Also in diesem Aufenthalt konnte ich einige Motive mehr ausprobieren, weil die Lichtsituationen sehr unterschiedlich waren und das Wetter hat besser mitgespielt. Beim letzten Mal musste ich fast 3 Wochen auf das richtige Licht warten, weil es einfach 3 Wochen gestürmt und geregnet hat. Ja, für die Ausstellung Made on Föhr habe ich nochmal das Inselmotiv aufgegriffen. Ich hatte jetzt ja beim letzten Mal schon die Korallenmoosinseln fotografiert und dieses Mal, um halt diese Weite des Wattes wieder aufzuzeigen und auch da zu arbeiten, habe ich ganz andere Inseln mitgebracht und auch einmal ganz andere Felsenstücke, die ich dann in der Landschaft inszeniert habe. Also in diesem Fall habe ich Korkeiche mitgebracht, Rindenstücke, die wie wilde, raue Felsen wirken, also nicht dieses liebliche wie beim letzten Mal. Und was ganz anderes, schon so Fertigmodelle von der Eisenbahn, Plastikfelsen, die ich noch weiter ausgestaltet habe, um was ganz Untypisches für Norddeutschland zu inszenieren, und zwar einen Bergrutsch. Einen alpinen Bergrutsch, den ich auf ja, Zeitungsfotos, Magazinfotos in der Schweiz gesehen habe. Und das habe ich dann halt im Watt nochmal inszeniert. Ich hoffe, es ist was geworden, weil die Auswertung findet hinterher erst richtig statt. Also die Modellfotografie habe ich schon einige Zeit lang beobachtet. Ich bin angefangen mit den Freizeitparks, wo im Prinzip große Modelle stehen, die die Kulisse für eine Achterbahn sind. Und das wirkte für mich immer wie Puppenstuben, weil es ein verkleinerter Maßstab ist, die aber auch ein Stück weit Realität sind, wo die Menschen hineingehen. Und da dachte ich, man müsste diese Modelle mal in die Realität setzen. Und ich konnte natürlich keine riesigen Modelle in die Realität setzen und habe dann auf klassische Eisenbahnmodelle zurückgegriffen. Diese Eisenbahnmodelle sind für mich so Archetypen, die für eine bestimmte Situation stehen, die so ein Klischee abbilden. Und damit arbeite ich gerne. Na, also der Lieblingsort hier auf Föhr ist ganz nah hierbei, und zwar wenn ich hier von Alkersum rausgehe und Richtung Marsch gehe. Das finde ich einfach gerade in der Abendstimmung eine wunderbare Stimmung, weil man da in die untergehende Sonne geht und man hat dort eine fantastische Stimmung. Noch schöner ist es fast, aber das mache ich selten, um 4 Uhr morgens. Da kann man auch in die Marsch gehen und da erwachen dann die Vögel und es wird ganz laut für eine halbe Stunde und dann wird es wieder ruhig. Ich arbeite ja schon seit über 15, 20 Jahren an der Nordsee, in Cuxhaven, auf Amrum, Sylt, an verschiedensten Inseln. Und im Laufe der Zeit ist mir dann das Museum aufgefallen. Es war einfach, glaube ich, ein Plakat. Und da habe ich 2008, 2009 das Museum besucht und ich war ganz begeistert und habe mich dann vorgestellt, ob man nicht mal was zusammen macht. Und daraus ist dann 2010 eine Ausstellung geworden.